Ja, ich hätte gern den Mock gesprochen, bitte. Was? Nimex? Was? Den Mock, bitte. Ein Berliner, oder? Ja, genau, aus Berlin. Hier, Mock, bitte. Ja, hier ist Sido, Alter. Ja, Mann, wie geht's dir da unten, Alter? Scheiße, Mann, wie soll's mir gehen? Stadel im Drecksknast. Was soll ich machen? Was machst du? Ich häng rum im Studio, wollte mal fragen, wie es dir geht, Alter. Ah, nix, Mann. Wie soll's mir denn gehen, Alter? Die ganze Scheiße mit Maxim und so, Alter. Die ganze scheiß Knastkacke mit dem Verrat und so. Keine Ahnung, die wollen jetzt vielleicht meine Bewährung widerrufen, Alter. Weiß nicht, so. Schlag mich hier die ganze Zeit rum mit Richtern und so, bla. Ja, Mann, wir halten hier die Stellung für dich, Moketta. Ah, ich weiß doch Bescheid, aber die Zeit, weißt du doch, Alter. Mir sind die Hände gebunden, Mann. Ich kann nichts machen, so, weißt du. Ja. Ich kann nichts dran ändern, Alter. Muss hier die ganze Zeit nur abwarten, Alter. Und mir den ganzen Scheiß von allen trotzdem gefallen lassen, die über mich labern und so. Wenn du ihn hast, überleg dir, was du machst. Besser raus und rein in den Spaß. Wenn du ihn hast, denk nach, bevor du's machst. Vielleicht erstricht er dich oder du gehst im Knast. Wenn du nichts hast, überleg dir, was du machst. Besser auf und rein in den Palast. Wenn du nichts hast, denk nach, bevor du's machst. Ein paar Mal klappt's, irgendwann gehst du in den Knast. Ja, yeah. Ich bin ein positiver Mensch, ich will keinen Streit. Ich kann auch ruhig bleiben, wenn mich jemand anschreit. Doch geh nicht zu weit, ich weiß mich zu wehren. Mein Opa konnte mir das ganz gut erklären. Er sagte, Junge, wenn es Probleme gibt, mach dich locker. Ich hab gehört, du kippst, mach dir den Kopf klar. Dann denk an den, der dich stresst, ist der es wert. Willst du ihn hauen, nur weil er aussieht wie ein Pferd? Geh zu meiner Frau, dann überleg's dir genau. Ist er ein Freund, fickt sie wie ne Sau. Willst du in den Bau? Geht's um die Familie, macht jemand Stress mit Mama? Hat er sie geschlagen, dann fick ihn mit dem Mama. Denk nicht, du machst jedem klar, nur weil's bis jetzt der Fall ist. Der Typ wär nicht mal weniger gefährlich, wenn er alt ist. Ein Taschenmesser reicht und einer bleibt liegen. Überleg dir, was du machst. Maxim, Ruhe in Frieden. Berlin. Sido. Wenn du ihn hast, überleg dir, was du machst. Besser raus und rein in den Spaß. Wenn du ihn hast, denk nach, bevor du's machst. Vielleicht erschießt er dich oder du gehst im Knast. Wenn du nichts hast, überleg dir, was du machst. Fenster auf und rein in den Palast. Wenn du nichts hast, denk nach, bevor du's machst. Ein paar Mal klappt's, irgendwann gehst du in den Knast. Wenn du meinst, es lohnt sich, dann musst du auf jeden Fall machen. Aber du musst immer dabei bedenken, Alter, dass der scheiß Knast noch im Hintergrund steht. Ich hab oft kein Geld, oft wär ich gern ein Dieb oder ein muskelbepackter 2-Meter-Mann, der alle abzieht, der jeden Tritt auf all seinen Wegen, der dein Gras nimmt, ohne zu reden. Manchmal hätte ich gerne Knarre, so ein übertriebenes Kaliber. Schieß und du erkennst ihn nicht wieder. Ich würd gern alle, die mich stressen, auf einen Haufen versammeln und dann extrem Amok laufen. Manchmal hätte ich gerne das, was du hast. Wenn mir dein Schuh passt, nehm ich ihn, sieht gut aus, dankeschön. Manchmal wär ich gerne bei jedem Gangster angesehen. Doch ich bin der Wind, ich mach jetzt Geld mit diesem Track. Yeah. Wenn du ihn hast, überleg dir, was du machst. Besser raus und rein in den Spaß. Wenn du ihn hast, denk nach, bevor du's machst. Vielleicht erschießt er dich oder du gehst im Knast. Wenn du nichts hast, überleg dir, was du machst. Fenster auf und rein in den Palast. Wenn du nichts hast, denk nach, bevor du's machst. Ein paar Mal klappt's, irgendwann gehst du in den Knast. Wie am Knast klarkommt, oder? Ja, auf jeden Fall immer mit dem Arsch an der Wand langlaufen, Alter. Keine Ahnung, Mann. Wenn du irgendeiner Faxen machst, musst du den gleich boxen. Das ist genauso wie die Straße so. Das ist halt so der Standard so. Wenn dich draußen einer anmacht, dann haust du ihn auch um. Verstehst du? Das Ding ist, wenn dir einmal hier irgendwas gefallen lässt, dann ist vorbei, Alter. Keine Ahnung, alles spucken auf dich und bla. Das darf halt gar nicht passieren. Der Erste, der die Fresse aufmacht, kriegt gleich einen Tritt in die Schnauze. Ich meine, hier gibt's genug Stichbeine, Alter. Viele Verräter und Fotzen so. Das ist auch nicht anders so wie draußen, Mann. Keine Ahnung, so knapp. Wenn du ihn hast, überleg dir, was du machst. Besser raus und rein in den Spaß. Wenn du ihn hast, denk nach, bevor du's machst. Vielleicht erschießt er dich oder du gehst im Knast. Wenn du nichts hast, überleg dir, was du machst. Fenster auf und rein in den Palast. Wenn du nichts hast, denk nach, bevor du's machst. Ein paar Mal klappt's, irgendwann gehst du in den Knast. Wenn du ihn hast, überleg dir, was du machst. Besser raus und rein in den Spaß. Wenn du ihn hast, denk nach, bevor du's machst. Vielleicht ersticht er dich oder